Willkommen zurück zu einer neuen Folge XCOM 2. In dieser Folge sind wir unterwegs in einer Guerilla-Mission. Wir sind hier verborgen und dürfen natürlich nicht entdeckt werden. Und damit das auch so bleibt, müssen wir ganz langsam vorrücken. Im Optimalfall, das geht leider auch nicht, weil rechts oben nur noch 7 Runden sind bis zum Ziel. Ich zeige einmal, wo das Ziel ist. Da ist das Ziel, da müssen wir hin. Und uns wurde schon gesagt, dort sind auch noch Sprengladungen angebracht, die wir beachten sollen. Es ist also alles nicht so einfach. Ich gehe jetzt mal hier hin. Spiel doch mal. Bei Präzisionsgewehr, egal. Weiter nach vorne kommen wir einfach nicht. Verstanden. Rücke aus. Ich sehe den Feind. Ja. Das ist aber eine interessante Stimme. Schön. Super, da ist, was ist da? Eine Viper und ein Sektoid. Das ist ja Kinderkram quasi. Genau, und die sind auch noch relativ weit weg. Ich würde fast noch einen kleinen Schritt näher rangehen mit den Jungs hier und Mädels. Aber nicht zu nah, ne? Denk dran. Ja, da kannst du noch mit, aber noch näher würde ich nicht rangehen. Wow. Und die können ja ein bisschen gucken, ne? Die haben auch Augen. Ja, machen wir mal. Bewegung, Bewegung. Bewegung. Ich bin euer Mann. Oh, alles Paletti? Denk daran, dass wir Fabrizio irgendwo in eine gute Position bringen, weil der ja immer den, ne, wenn er den ersten Schuss macht, kann er ja mit einer Granate schon meistens 2 Gegner auf einmal treffen, was schon einige Male gut war, auch nicht immer super toll. Manchmal hatten wir was Besseres uns überlegt, aber... Dann darf? Ist ja, wenn er dahin kann, ist das super. Sollte passen. Okay. Und dann, ich weiß nicht, wie nah wir noch ans Haus ran können. Wenn wir jetzt eine Granate zum Beispiel feuern, stelle ich mir vor, dass einer von denen in Richtung Vorgarten oder Haus oder da zu dem Zaun läuft. Mm. Und wenn da schon jemand bereitsteht. Alles klar. Kriegt der direkt irgendwas von Latz geknallt. Hier. Was ist das denn? Ist das eine Säule? Oh, da kannst du hochklettern. Was ist das? Ja, auf das. Man kann hier oben raufklettern. Cool. Nein. Na gut. Das geht anscheinend doch. Ich bin ein bisschen zögerlich. Wenn ich hier zum Beispiel die Straße verlasse und in den linken Bereich komme, könnte es sein, dass hier um die Ecke gleich irgendwie, weiß ich nicht, wer hau. Stimmt, das ist gefährlich. Hockt oder so. Deswegen. Kann sich ja dahin oder noch einen Pfeiler weiter da vorstellen. Also diese Hochkletter da zum Beispiel, genau. Ja. Ein links, ein rechts. Da oder halt der Mast. Würde ich sagen. Wäre eine gute Option. Ja, ist unser Phantom. Jetzt sind trotzdem mal dahin. Okay. Bin gleich da. Bin gleich da. Wer zuerst kommt, malt auch zuerst. Wen haben wir denn noch hier so? Da. Jane Kelly mal zuletzt. Hinterm Auto können wir bestimmt auch noch stehen. Oh. Ich würde allerdings nicht ganz an das Augenfeld ran, weil da haben wir immer schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ja, da okay, zum Beispiel ist eine super unterwegs. Position. Oh, ist das spannend, dieses Vorbereiten, wenn man noch nicht gesehen werden kann. Das ist so cool. Ja, spannend. Das macht mit am meisten Spaß, finde ich. Okay, da dieses Gegner entdeckt haben, aber selber noch nicht entdeckt sein und so. Finde ich immer klasse. Brücke aus. Brücke aus. Muss nachladen. Ah, den haben wir auch noch, ne? Ja, okay. Munition wird knapp. Scharfschütze. Den wollen wir natürlich auch sehr gut platzieren. Das ist kaum noch möglich. Naja, so ein Scharfschütze kann auch gut oben auf der Brücke stehen, oder? Ja, oben stimmt. Auf der Brücke, das wäre natürlich super. Aber wir wollen vermutlich jetzt sofort den Hinterhalt legen, ne, weil wir nur 7 Runden haben. Oh ja, ja, stimmt. Aber vielleicht können wir den nach dem Hinterhalt noch auf die Brücke, wenn die nah genug dran ist. Ja, gucken mal ganz kurz, wie nah die Brücke an dem Ziel ist. Das wäre schon eine gute Position, ne, eigentlich. Meinst du, Alex, was meinst du? Efi, was meinst du? Trotzdem auf die Brücke? Ich hab's vorgeschlagen. Ja, du hast es vorgeschlagen, das stimmt natürlich. Dann. Also wenn wir in der nächsten Runde den Schuss machen, dann ist es vermutlich besser, wenn er da steht, wo er jetzt steht. Aber wenn wir noch eine Runde warten, dann wäre Brücke wahrscheinlich besser. Wir können uns nicht durch die Augenfelder bewegen mit Laufen, oder? Nee. Das heißt, wir kommen auch gar nicht mehr weiter ran. Gehen wir nochmal ein Stück nach oben mit der Karte? Also nach... Genau, ich würde fast sagen, also meine Meinung ist, wir bringen ihn jetzt noch nicht zur Brücke, sondern machen für dieses Gefecht mit dem Sektoiden und der Viper, lassen wir ihn noch dastehen.
und bringe ihn danach aber auf die Brücke, weil von da müsste er auch in das Gebäude noch schießen können. Alles klar, ich gucke mir mal die Karte von hier an, ob wir da auch noch hochkommen. Und das sieht auch hier nach einer Leiter aus, auf der anderen Seite. Von daher sollte das schon noch gut klappen, auch wenn er noch irgendwie 3 Schritte nach vorne macht. Oder sie. Dann würde ich sagen... Ja. Gehen wir mal einen Schritt nach vorne hier. Oh ja, krass! Begebe mich zur Zielposition. Und wir schauen, was der Gegner macht. Haut ab. Ja, haut ab, wie immer. Ey. Lahme Ente hier. Alles klar. Wir haben natürlich zu unseren Zielen neben der Bergung sollen wir auch noch alle Feinde besiegen. Das heißt, wir können sie nicht einfach abhauen lassen. Irgendwann kommen die doch zurück. Und hier sieht es auch. Na gut, sie könnten noch weiter nach oben laufen. In diesem Bereich. Tja. Na gut, dann legen wir einfach einen besseren Hinterhalt, würde ich sagen. Oder? Gehen da weiter nach vorne und so und näher ans Zielobjekt. Ja, dann könnten wir jetzt nämlich dann, wenn wir jetzt doch noch nicht schießen, könnten wir diese Runde auch noch hochklettern, denke ich. Ja, jetzt steht sie genau unter der Brücke. Ja, aber mit so einer doppelten Laufaktion kommt sie ja irgendwo oben hin. Tatsächlich. Aber da sind, warte mal, das Augenfeld. Das geht durch die Augenfelder, ja. Ah, weil sie durch die Augen läuft. Aber wie weit kommt sie denn, wenn sie hinten rumläuft? Weiß man nicht, soll ich... Du kannst ja gucken, wann, wo bis wo sie kommt, mit ohne Augenfeld und mit Augenfeld quasi. Also einfach mit der Maus jetzt dahin oben auf der Brücke. Ach so. Dann siehst du ja hier, so. Dann siehst du ja den Pfad, der eingezeichnet wird. Ne? Wahrscheinlich wird sie bis zur Hälfte, genau, bis zu der Hälfte kommt sie, ohne entdeckt zu werden. Können wir machen, zum Beispiel so. Ich weiß halt nicht, wie gut sie von da schießen kann. Aber prinzipiell ist da oben zu stehen nicht so eine schlechte Position. Hätten wir mal gleich machen sollen, ne? Irgendwer hat uns das auch gesagt hier. Ich dachte, wir schießen hier jetzt. Ah, ich dachte auch. Der Plan war doch, dass wir jetzt schießen. Aber machen wir ja jetzt nicht, oder? Weiß ich nicht. Du meinst, wir schießen immer noch? Also gut, ich überlege nochmal, ob wir nicht doch schießen. Also was hat British Grey denn für eine Trefferchance von hier aus zum Beispiel? Ja, das ist eine Frage. 82% auf die Viper und wie viel Prozent auf den Sektuin? Der wäre halt dann direkt weg, ne? Ja, wenn sie trifft. 82. Wieso wäre der nicht direkt weg? Weil der einfach immer mehr als 6 Lebenspunkte hat. Das hat der selber. Die haben immer 7. Jane Kelly den machen. Aber sie hat auch, guck mal, sie hat eine 74%ige Chance auf einen kritischen Treffer. Also vielleicht macht sie den doch kaputt. Okay, ich würde aber trotzdem die Viper töten, ehrlich gesagt. Ja, also wenn du jetzt damit die Viper abfeuerst, dann... was kommt denn da für... Habt ihr da nichts mitgeschießen? Wie bitte? Was haben wir? Ihr habt doch niemanden, der Feuerschutz macht. Im Moment nicht, aber die werden ja nicht direkt losschießen. Die rennen dann ja erstmal rum und dann können wir noch mit den anderen. Ja, Leuten aber das rumlaufen. Ist doch viel cooler, wenn da schon 5 Leute Feuerschutz machen und dann schießt der 6. und dann bewegen die sich und die 5, die Feuerschutz machen, schießen auf die, wenn die sich bewegen. Ja, ja, voll schlau, ne? Ist auch gut. Also gut, Überlegung, wir könnten schießen, aber wenn alle vorher Feuerschutz machen oder sehr viele, dann würden die Gegner, wenn sie sich dann neu positionieren, nachdem sie uns entdeckt haben, also. Stimmt, weil die dann auch noch keine Deckung haben. Das wäre schon gut. Also gucken wir mal, ob wir einen guten Feuerschutzpunkt haben für die anderen. Wer ist denn da noch so? Haben wir nicht die Leute hier mit den Lasergewehren? Mit den, wie heißen die denn? Magnetwaffen? Also ich würde sagen, der Zaun links ist eine gute Position. Gucken wir kurz, ob wir hier eine schöne Flankierung haben. Aha, aha. Die sind auch... Aber die haben ja gerade keine Deckung. Ja, hier zum Beispiel. Das stimmt ganz gut, ja. Genau, da könnten wir auch einfach mehrere Leute hinstellen, oder? Naja. Was meinst du, der Zaun-Dings ist eine gute? Ja, da ist glaube ich auch gar nicht so verkehrt. Ah, ja, okay. Ja, gut, dann stelle ich erstmal die erste Person hier hin. Ja. Nähere mich der Zielposition. Dann würde ich vielleicht irgendwie 1 bis 2 Ranger noch ohne Feuerschutz lassen, damit wir irgendwie auf Dinge noch reagieren können, falls wir zum Beispiel noch einen neuen Gegner entdecken oder so. Ja. So Backup-mäßig, ja. Naja, und das Phantom sollte eh nicht Feuerschutz machen, glaube ich. Stimmt, das Phantom sollte eh nicht Feuerschutz machen. Ein guter Einwand, verstanden. Ein sehr guter Einwand. Verstanden. So, das ich kann ist, auch nur das erzählen, was Phantom? Die Leute sowieso schon sagen. Was denn? Das ist unser Phantom jetzt, genau. Ja, genau. Mit dem wollen wir eher nicht gedöns. Genau, wir hätten noch den Grenadier, der jetzt noch was machen könnte. Neben den beiden Rangern und der Person, die natürlich mit dem Distanzschutzschuss was tun soll. Ja, also wenn Fabrizio Feuerschutz macht, dann haben wir einen garantierten mindestens 3 Schaden, wenn er irgendwie dazu kommt, den auszulösen. Ja, im Moment kommt er nicht so gut dazu, aber von da hinter mir, ich weiß nicht, ob er überhaupt was sehen kann.
Weiß ich auch nicht. Schätzen wir mal, wer da so durchgucken kann. Ja, durch den Zaun, klar. Easy. Locker, easy. Wo die manchmal durch Wände schießen können, da denke ich mir manchmal, hä? Ja, und wenn nicht, dann eben nicht. Ne? Doch, er kann sie beide sehen gerade. Gut, dann machen wir das einfach mal. Genau, Feuerschutz verborgen. Bitte Feuerschutz. Auch Feuerschutz. Verstanden. Halte die Augen offen. Und unsere andere Spezialistin macht auch Feuerschutz. Verstanden. Oha, und jetzt kann Bridget hier mal richtig schön Kabumm machen. Wehe, der bewegt sich. Und du kannst auch mal den. Ah, nee, das ist eine niedrigere Trefferchance, oder? Das mit dem Alien-Kopf-Symbol. Das ist doch irgendwie ein Schuss mit mehr Schaden. Wäre das da? Das? Ja. Ah. Aha. Aber nee, die Zielsicherheit ist schon gering genug. Sollten wir nicht noch geringer machen. Triff mal bitte. Aber 73% Crit-Chance, das ist ja wohl mal was. Machen wir. Los geht's. Eure Waffen überlappen, Leute. Daumen drücken! Oh, 7! Das reicht! Feindliches Ziel erledigt! Sie haben uns! Naja, ja, was ja. Machst du so, ne? Ja, reicht! Wir sind die Besten! Wir sind die Besten! Ja, ein großartiger Vorschlag, vielen Dank! Erst Feuerschutz aktivieren und dann zu schießen ist ja, das war mega tolle gut. Taktik, die zumindest ich noch nicht so richtig drauf habe. Aber hat sehr gut funktioniert hier. Ja, und dann haben wir noch die beiden Ranger, ne? Unser Phantom, was natürlich nicht entdeckt wurde. Und, unser Phantom kann jetzt tatsächlich als einziger gut vorrücken, weil alle anderen werden ja sofort von Gegnern gesehen. Ja, das stimmt. Das heißt, wenn wir Song Hong jetzt richtig nach vorne pushen, dann kann er halt noch Gegner aufdecken, bevor die Gegner uns entdecken. Wir können dann zwar nicht ganz so nah ran und so einen Hinterhalt können wir nicht mehr machen, aber zumindest können wir ein bisschen Positionsinformationen kriegen, bevor die uns sehen. Okay, dann stelle ich ihn hier hin. Ja! Bestätigt. Deswegen wollte ich halt, dass er nicht am Anfang reinrennt. Sieht nach feindlichen Einheiten aus. Da. Ja. Das ist es. Genau, und wir haben natürlich eine riesige Masse Gesichtslose. Hier hocken sie alle. Ganz bestimmt. Drei Gesichtslose. Ja, ich weiß nicht, ob da mehr als einer kommen kann. Ich habe das noch nicht gesehen, aber passiert vielleicht. Okay, Jane, ich glaube, Kelly. Ich hatte schon zwei in einer. Alles klar, zwei in einer können schon sein. Ja. Na gut. Jane Kelly wird sofort abgeschossen. Die wurde nämlich entdeckt. Die dürfen wir nicht so nah ranstellen. Mindestens volle Deckung muss schon sein. Und vermutlich wird sie auch abgeschossen. Oder eher hier der. Unser Kampfhacker, den man gerade ganz schlecht sieht, da ist er. Steht ganz vorne. Na gut, Jane Kelly. Geh doch mal dahin. Oder dahin. Jetzt müssen wir evaluieren, wo die uns noch nicht sehen und wo die uns sehen. Ne? Das ist halt immer schwierig. Ich finde das immer schwierig abzuschätzen. Ja. Wechsle Position. Ja, also wenn die uns halt jetzt entdecken, wäre halt doof. Das ist halt immer, sobald sie die sieht, sehen die uns auch, glaube ich. Das heißt, zu der Position von Song Hong dürfte sie noch nicht. Jetzt ist eine neue Runde, oder? Achso, die Gegner haben gar nichts gemacht. Die haben gar nichts gemacht. Aha. Ja, das ist super, dann können wir ja jetzt auf die Brücke, ne? Ja, ist eine ganze. ist eine ganze Runde. Ja, meint ihr, dass das noch sinnvoll ist, jetzt auf die Brücke? Ich weiß nicht, wir müssen langsam, glaube ich, wirklich nach vorne preschen. Ja, ich glaube, jetzt lohnt sich das nicht mehr. Ja. Nochmal, was ist das jetzt? Das ist ein Geschützturm. Aber der Hinterhalt, der war bestimmt besser, als auf die Brücke zu gehen. Sag mal, ist das ein Geschützturm? Das ist kein Geschützturm. Das ist ein fortschrittliches medizinisches Werkzeug zum Entfernen jeglicher Menschlichkeit aus Menschen. Sehr gut. Und zur Genmanipulation, damit die so Sektoiden werden. Okay, so. Also ich fasse nochmal zusammen. Wir haben einen Offizier hier und einen Betäubungslanzenträger. Mehr haben wir nicht gesehen. Oder habe ich was verpasst? Da ist ein Taube auf dem Dach. Eine Taube auf dem Dach. Sehr gut. Wir erwarten noch von links ein paar Gegner, würde ich sagen. Und innen drin könnten. Ist denn unser Abholpunkt schon markiert oder müssen wir gar nicht abgeholt werden? Doch, müssen wir, glaube ich. Oder ich schätze mal, das sind vielleicht sogar die letzten beiden, die jetzt direkt hier sind. Du musst doch alle feindlichen Ziele neutralisieren. Ja, aber es werden bestimmt noch welche abgeworfen. Ich glaube, es gibt wieder so einen Abwurfpunkt. Ah, okay. Das ist auch eine schwere Mission. Es müssten eigentlich noch mehr sein. Ja, dann müssen das noch mehr sein. Ja, also. Vielleicht aber auch noch weiter rechts, oder? Können die nicht noch weiter rechts sein?
Also einfach die Straße weiter runter. Also, ist da noch Platz? Da meinst du, ja. Ja, da könnten da auch noch welche sein. Okay. Aber wir müssen auf jeden Fall an das Gerät ran. 5 Runden ist nicht so viel, ist aber auch nicht so wenig. Also es müsste schon irgendwie gehen. Ja, ich weiß nicht, wie die sich bewegen. Mal schauen. Also mit Song Hong kann man jetzt noch zum Beispiel irgendwo hingehen, wo er nicht entdeckt wird und dann Feuerschutz machen. Boah, hinter die Laterne mit einer vollen Deckung. Obwohl, braucht er ja gar nicht. Eine halbe Deckung würde ja erstmal reichen gerade. Ja. Eigentlich würde sogar keine Deckung reichen, weil die ja nicht sofort ihn anschießen können, wenn sie ihn sehen. Ich stell aber mal, mach mal trotzdem lieber noch eine gute Deckung, damit er nicht sofort entdeckt wird. Hier? Oder wohin? Nee, die halbe reicht. Ja, ne? Ich würde auch nicht die volle nehmen, die ist zu nah an den Augenfeldern, würde ich sagen. Verstanden. Bin unterwegs. Wir wurden zu oft reingelegt, dass dann da auf einmal noch ein anderer Gegner war, der irgendwie dann und so weiter. Das ist. Man erinnere sich an die erste Mission vom zweiten Durchlauf, wo uns das passiert ist. Okay. Ja, alles klar. Ja, alles klar. Wir versuchen ein bisschen Deckung noch zu haben Richtung Straße runter. Das versuche ich im Blick zu behalten. Ansonsten gehen wir jetzt einfach mal hier weiter. Also wenn du da jetzt hingehst, dann werden sie uns finden. Dann solltest du vorher mit Song Hong noch Feuerschutz machen, damit er einen von denen schon über ein Haus verschießen kann. Ah, das meinst du, okay. Gut, okay. Aber wir sollten so weit rangehen, oder? Ja, denke ich schon. Aber mach, wie gesagt, ne, sobald du an diesen Kasten gehst, wo Song Hong eben saß, werden die uns sehen. Gut, Feuerschutz. Vielleicht trifft er jemanden, das wäre cool. Verstanden. Macht er nicht auch beim Flankieren irgendwie 3 mehr Schaden und sowas? Ja. Stimmt, das haben wir gekauft. Das haben wir gekauft, ja. Also gut, dann machen wir das jetzt einfach. Geh doch mal dahin. Oder ist das zu weit? Weiß ich nicht. Die sehen uns dann halt, ne? Irgendwer muss dann noch drauf schießen können. Ja, okay, dann gehe ich mal hier hin. Ich habe keine Ahnung. Aber die reagieren doch, wenn der Erste jetzt ins Sichtfeld kommt. Kannst du mit Jane Kelly schon so, dass sie reagieren, dich hinstellen? Also so, dass sie reagieren und sie noch eine Aktion hat? Ah, okay. Dann können wir besser vielleicht, also wenn du mit Jane Kelly jetzt dahin gehst, dann sehen die uns, machen schon was und dann kann sie aber noch was machen und alle anderen haben auch noch ihre 2 Aktionen. Okay, Song Hong wird dann aber abgeschossen, weil er ja Feuerschutz macht, oder nicht? Ich glaube, er aktiviert das nur, wenn er entdeckt wird. Zu Befehl. Gut, Jane Kelly nach vorne. Nur falls sie ihn jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund entdecken sollten. Aha, da ist ein Roboter. Autsch. So, noch haben sie ihn nicht entdeckt, oder? Das heißt, er macht auch noch nichts. Das ist schon mal ganz gut. Boah. Er ist noch unser Schatten. Genau, jetzt kann Jane Kelly halt aber auch noch schießen, ne? Ja. Auf den Roboter macht sie plus 3 Schaden, der müsste flankiert sein, oder? Zeig mal, was wir so haben hier. Ja, nicht so viel, ne? Kann sich ja noch bewegen. Genau, er kann auch Gremlin machen. Ja, jetzt müssen wir halt gucken, was wir machen, genau. Jetzt haben wir den Salat. Ansonsten irgendwie Granaten und Deckung zerstören oder sowas. Ja. Fabrizio hat ja noch seinen 3 garantierten Schaden, auch bei Fehlschuss. Ja. Also ein paar Optionen haben wir auf jeden Fall noch. Wie viel Schaden macht denn Jane Kelly, wenn sie jetzt auf den Roboter zielt? Ist der nicht flankiert bei ihr? Nee, der ist tatsächlich nicht flankiert, ist ja Wahnsinn. Ja. Na gut. Meinst du, wir können jetzt einen guten Angriff spielen dagegen? Ich finde es ein bisschen schwierig. Naja, irgendwen werden wir von denen schon über den Haufen kriegen. Ich glaube, ich mache mir das einfach und überlasse es dir in der nächsten Folge, wie ich das immer mache. Okay, und, so machen wir das. Genau. Das ist gut, dann haben wir noch ein bisschen Überlegzeit. Ja, ist nicht so einfach. Ihr werdet in der nächsten Folge sehen, was wir uns überlegt haben und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.